Peace and Justice. Herzlich willkommen bei DSD Design Midnight Finger Feature. Seid gegrüßt. Ich mach nochmal hier. Peace and Justice. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid soweit alle gesund. Kommt mit der Isolation klar und so weiter. Ne? Also willkommen hier bei Star Wars Folge 360, dieser Star Wars Reviews und so weiter. Ihr werdet mich halt nicht los, ne? Auch ohne Internet. Ihr seht, es geht trotzdem. Und dementsprechend zeige ich euch heute mal wieder eine Figur, ne? Ein Püppchen. Und zwar hier den Black Series First Order Special Forces TIE Fighter Piloten aus Episode 7 müsste das sein. Ne? Also aus der Sequel-Trilogie, der Star Wars-Trilogien, der drei Trilogien, der letzten drei Teile, davon der erste Teil. Und weil First Order ist halt bei Force Awakens aufgetaucht. Ich hätte auch ein Force Awakens-Shirt anziehen können, ne? Aber schwarz auf schwarz ist dann auch blöde. Man soll ja ein bisschen was sehen, ne? Dementsprechend denke ich mir, wir gucken uns den erstmal wieder wie immer in der Runde an, ne? Dass man sich den mal anguckt. Trotzdem geil. Also so Black gestalten da und so finde ich schon super. Ich mag natürlich lieber die normalen TIE Fighter Piloten in allen Variationen halt. Aber die finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Obwohl das ist am Helm immer, das finde ich sehr gewöhnungsbedürftig halt. Aber da schlabbern wir jetzt gleich nochmal drüber, weil wir gehen da dann jetzt mal ins Detail, wie immer, ne, ab nah ran und dann sehen wir weiter. Kommen wir mal hier ein bisschen näher. Kann ich schon mal alle. Langsam gewöhne ich mich an diese Helme. Ne? Ich fand die erst ein bisschen doof, weil die halt unten diese komischen Schlauchdinger da so komisch aussahen. Aber die Brustdings finde ich super. Das ist schön gelöst. Ne? Das ist alles geil. Auch an der Arme hier. Achso, hinten haben wir noch gar nicht geguckt. Ne? War das auch schön. Da war das Typische. Hier dachte ich ja immer als Kind früher, das würde Oil heißen. Weil das ja bei den Stormies auch immer stand halt. Ne? Dass da Öl rein muss, dass das Roboter sind. Also so war das, ja, so war das als Kind in der 70er, Leute. Also für die Jüngeren. Die anderen werden wahrscheinlich eh nicht gedacht haben oder so, ich weiß es nicht. Eine ganze Ledermontur und so, das ist schon geil. Die Knarre zeige ich euch gleich nochmal vernünftig. Ich wollte nur mal eben so an den Beinen vorbeigehen. Und dann gehen wir eh gleich noch auf Bewegungspunkte ein und so. Stiefel und so, das ist schon fein. Ja, wenn er jetzt so fein justieren würde, wäre auch gut. Aber der hat ein bisschen Probleme, glaube ich, gerade hier mit dem Schwatt. Ist merkwürdig ist das. Ja, aber schön. Ein geiles Teil. So, komm, wir gucken uns mal Bewegungspunkte an hier. Ja, und da haben wir. Den Kopf kann er, ja, sehr bedingt natürlich nur drehen. Weil erstmal das Schlauchding hier neu ist. Ich weiß gar nicht, ob man den. Ja, ich traue mich nicht. Ich mache das mal lieber nicht ab. Ne, das ist auch feste dran hier, dieser Brustpanzer. Ja, aber er kann dann hier, sozusagen unter der Rippen, kann er die Hüfte bewegen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen zu dem R2 höher, so. Haben wir wenigstens ein bisschen Helligkeit als Kontrast im Hintergrund, sonst ist das mit der Wand echt blöd. Ich könnte das ja auch auf dem roten Hintergrund zeigen, ne? Ja, jetzt ist zu spät, egal. Ja, durch die Schulterglocken kriegt er die Arme auch nur bedingt hoch. Das ist auch... Ja, viel Bewegungsdienst hat er eh nicht, aber... Wie gesagt, der soll ja eigentlich in einer... Er ist ja ein Pilot, dann sitzt er ja meistens wahrscheinlich eh nur, ne? Könnt hier Ellbogen drehen, Hand. Ja, Hand hat aber wenigstens hier so ein Kugelgelenk. Kann er hier wenigstens ein bisschen Breakdance-Moves machen oder so. Aber wieso ist denn... Ach so, der ist hier nur verdreht. Jetzt verstehe ich das. Ja. Guck mal, wenn wir schon dabei sind, ich nehme mir mal eben die Waffe aus der Hand. Könnt ihr euch die mal eben angucken hier. Ja, ich weiß gar nicht, was für ein Blaster das ist, aber den finde ich schön. Also mit der... Nur mit ein Farbakzent drauf halt so. Das ist eine schöne Gun. Nice. Ja, hier haben wir dann natürlich noch das First Order Zeichen drauf. Und wenn er es scharf macht. Aber nein, er fokussiert jetzt gerade natürlich hinten den R2-D2. So, jetzt haben wir es hier. Zack. Ja, wie gesagt, hier diese ganzen Faltendinger. Der ist schon schön gearbeitet halt. Also, ne, wie gesagt, man muss sich halt erstmal ein bisschen dran gewöhnen halt. Kann dann hier noch mit den... Der Beine kann er halt, gut, er muss ja sitzen. Obwohl, wenn man jetzt so guckt, kann er auch nicht wirklich so toll sitzen. Ne? Das ist auch scheiße. Weiß ich auch nicht. So, ich mach das jetzt nochmal so hier, weil alles andere bringt nichts. Das ist Tinef. Das ist doch Humbug! So, also Beine nach hinten geht auch nur bedingt, macht aber nichts, weil, ne, wie gesagt, er hat hier so ein Doppelkniedings, also hier
im Oberschenkel geht's runter und dann kann er an der Wade auch nochmal einknicken. Guck mal, das ist natürlich ganz cool. Da kann er dadurch mal... Ich traue mich nie mal, das gibt's bei den kleinen Figuren ja auch. Ich meine, das sieht ein bisschen doof aus, weil wer hat so dann das Knie halt, ne? Oberschenkel so, Unterschenkel dran. Aber gut, das erfüllt seinen Zweck. Da kann er, keine Ahnung, was mitmachen. Knien und dann von den Rebellen erschossen werden, vom Widerstand. Was auch immer. Ja, du drehen kannst du dann die Oberschenkel noch, aber auch wieder nur bis zu einem gewissen Grad, weil sonst reißt du natürlich hier diesen Gurt ab. Das ist ja dann auch nicht so schön. Gut, Waden ist dann nichts weiter mit drehen, aber die Füße kannst du hier nochmal komplett am Kugelgelenk halt, kannst du da schön ein fertig machen. Das ist, ne, weiß ich auch nicht, aber komm, gar nicht schlecht. Ich meine, ja, super. Komm, ich stelle mal irgendwie wieder hin. Und ja, wenn ich ihn hinstelle, solltet ihr das auch sehen. So. Mann, 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 ich kann so nicht arbeiten, ey. Wird schon bekloppt hier vor einer Isolation, ey. Aber egal, ne? Wie gesagt, man telefoniert ja und so weiter. So, okay. Dann weiter im Programm hier. Ja, also wie gesagt, finde ich gar nicht so schlecht, ne? Der ist schon ganz schön. Aber ich habe jetzt auch gar nicht gesagt, wo der eigentlich drin war, ne? Weil die müssen ja auch trainieren halt, also Hanteltraining und so weiter. Ich habe ja schon gesagt, entsprechendes Shirt habe ich an. Ich stehe mal kurz auf, weil ich muss mal eben hier Hanteltraining machen. Und zwar so. Weil ich muss hier Bauch einziehen. So, ich habe da nämlich noch was. Was Kleines hier, so ein kleines Gadget. Den, juhu, hallo. So ähnlich hatte ich das schon mal in so einem alten Review. Den kann ich euch ja nicht vorenthalten, ne? Und zwar den hier, First Order Special Forces TIE Fighter aus der Black Series Line. Das Ding ist super. Ja, er fällt direkt um, weil er ist auch fasziniert von der Größe dieses Mopeds. Wir machen jetzt auch, keine Ahnung, einfach mal eine Nahaufnahme. Ne? Ich zeige euch das Gerät ein bisschen. Ich kann es leider nicht auf dem Teller drehen, weil der Drehteller einfach zu klein ist dafür, wie ihr seht. So, hier, ich kann euch schon mal vom Weitem zeigen. Hier geht eine Klappe auf. Ja, sieht toll aus, zeige ich euch gleich alles. Also das Ding ist massive. So ist hier alles verdeckt. Und wie gesagt, ihr könnt das fürs Training nehmen, als Hantel, was auch immer. Wie man so vielleicht sieht, ja, die Flügel sind leider nicht ganz so gerade. Aber das war einfach schon so. Ich zeige euch gleich auch noch den Karton anschließend, ne, abschließend und so weiter. Aber wir gehen jetzt auch hier erstmal nah dran, also bedingt nah dran, sonst seht ihr ja nichts. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Ne? Also, let's go, auf zum Angriff hier. Ja, mit Detailaufnahmen, das zeige ich euch mal so. Aber ich nehme die Kamera jetzt in der Hand. Tut mir leid, wenn es dann wieder verwackelt ist, ne? Weil alles andere bringt jetzt eh nichts. Guck mal, als erstes hier erstmal das Cockpit. Also wie ihr seht, kann man da ja auch schon ein wenig reingucken. Und das ist gar nicht schlecht, ne? Das wackelt hier ein wenig, ist aber auch jetzt nicht so tragisch. Dann haben wir natürlich hier oben die Klappe. Und da ist das Cockpit. Da gehen wir jetzt gleich nochmal rein mit Licht, damit wir das richtig sehen. Platz für zwei Personen. Ne, das ist richtig geil. Zwei Steuerkonsolen da drin halt, Feuerdings vorwärts, rückwärts und so weiter. Total geil. Und wir testen auch mal eben, ob der Pilot da reinpasst. Warum halte ich das eigentlich? Ich kann es doch auf die Solarpanels legen. So, warte mal. Wir gucken mal, ob der passt, aber man sieht nichts. So. Und DSD sprach, es werde Licht. Aber, warte, wir gehen noch ein bisschen näher ran. Das bringt ja so nichts. Komm, ich bewege noch mal so. Seht ihr, da habt ihr dann hier die Steuerpaneele auch schön mit Aufklebern. Jetzt gucke ich mal, kann man hier was bewegen? Ne, kann man nichts bewegen. Hier hast du die Sitze halt drinne. Da der zweite. Dann ich gehe gleich mit der Kamera noch mal extra rein. Das ist super. Wie gesagt, der kann ja nach hinten schießen dann und so weiter. Und ja, das ist schon fein ausgeführt, das Ding. Ich gucke jetzt einfach mal, ob wir den Piloten hier reingesetzt kriegen. Ne? So, passt auf hier.
So. Ja, so sieht man natürlich gar nichts, wenn ich meine Pfoten hier komplett drin habe. Das ist wirklich schwer, euch das zu zeigen, gleichzeitig das Licht festzuhalten. Wahrscheinlich breche ich hier gleich irgendwas ab. Ja, setz dich doch jetzt mal hin da, du Honk. Ich weiß auch nicht, warum er die Beine hier schon will. Das wäre natürlich gut, wenn er die Beine ein bisschen auseinander kriegen würde. Das wird so gar nichts, weil hängt er mit dem einen Bein da fest, mit dem anderen Bein da. Ich kriege hier schon wieder gleich die Krise. Meine Fresse, ist das ein Scheiß, Alter. Warte mal, wir machen das mal von oben. So, hier nochmal ein bisschen Cockpit-Action. Da die Panels. Gefecht, ne? Scheiße, Edgar. Vielleicht können wir es auch andersrum nochmal sehen. Ups. Shit. Ich gehe mal eben mit der Lampe hier rein. Da könnt ihr auch nicht viel sehen, ne? Ja, der ist jetzt da drin. Aber das ist wirklich ein Akt halt, weil diese Gürtel, ne, diese Gürtelschnallen da und so, diese Riemen halt komplett da irgendwie hängen und fürchterlich. Also, wir machen nochmal so. So, schaut, da sitzt da jetzt halt drinne. Das ist aber alles nicht so schön. Ja, hier sieht man ein bisschen mehr, aber dann wirft er Schatten. Ja, egal, mehr nicht, da müsst ihr euch den kaufen, ich kann nichts dafür. Das löse ich demnächst mal, das Problem dann halt. Aber so seht ihr wenigstens jetzt ein bisschen, wer da drin sitzt. Komm, wir gehen mal eben an die Rückseite. Ich meine, die Rückseite so finde ich auch nicht schlecht. Das ist auch ganz nice, wenn man jetzt hier... Vor allem hier hinten die Triebwerke halt, das ist ganz, ganz geil auch halt. Das Geschütz zeige ich euch gleich noch. So wäre auch geil, als Cockpit finde ich auch gar nicht so verkehrt halt. Das hat auch eine geile Optik so. Die Klappe nochmal zu, so Pilot sitzt jetzt eh drin. Den holen wir dann gleich wieder raus. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Ja, so hier, das Geschütz hier. Das ist natürlich jetzt im Schatten, ich drehe ihn nochmal um. Okay, ich kriege hier Muskelkater. Zack, so, Geschütz. Hier haben wir halt... Ja, das ist eine Antenne. Ich dachte, das wäre ein Geschütz. Das habe ich schon mal gedacht, dass man das knicken könnte. Also als Geschütz fände ich das viel cooler. Anstelle von einer Antenne halt. Ne? Oder er dreht sich halt und schießt dann wirklich halt. Aber wir kommen mal eben zu den anderen Geschützen. Da geht es nämlich dann hier runter. Müssen wir mal eben hier gucken, wo das hier ist. Das ist aber auch ein Moped, Alter. Ein bisschen erinnert mich das so gigantisch an die Komet. So, einmal die Kamera hier rum. Ups, das da. So, ja, da haben wir natürlich hier zwei Geschütze. Geil wäre natürlich bei solchen Dingern, die kosten ja auch ein bisschen was, obwohl ich habe den relativ günstig bekommen. Jetzt ist der viel, viel teurer. Aber wenn die wenigstens beleuchtet wären, weißt du, mit so kleinen LEDs drin, ey, das kostet doch nicht die Welt halt. Ein Geräusch noch dazu, gerade bei solchen Großmodellen, wäre das schon Hammer. Na, dann haben wir hier unten noch ein Geschütz. Ja, das sieht man so natürlich schlecht. Ja, das ist drehbar. Das war es dann aber auch. Ja, auch hier nur Farbe dran. Und schade. Oh, ich zeige es nochmal so. Haben wir hier nochmal die Unterseite der Kugel. Da sieht man die Geschütze auch mal von unten. Gut, das ist ja dann eh alles gleich hier an den Solarsegeln. Geil. Ich kann euch jetzt noch nicht mal das so im Ganzen zeigen, weil es einfach zu groß ist halt. Ne? Aber wir gucken uns jetzt gleich nochmal so eine Seite von so einem Segel an. Nur segelt der mir hier gleich vom Tisch. Na so,
Dann gehen wir nochmal hier nah an die Paneele dran. So vielleicht. Wie es damit auch geil ist, ich bewege die ganze Zeit die Kamera und diesmal geht die nicht aus. Also das finde ich natürlich geil, diese ganzen Details hier und so, das ist schon super halt, ne, auf diesem Panel. Das bockt sich schon, da hast du hier so verschiedene Silberstreifen dann auch noch, wo so ein bisschen Farbe dran ist. Habe ich die selber dran gemacht? Ne, die war so dran, ne? Hier haben wir das auch nochmal. Das ist schon geil hier. Ist halt nur schade, dass die, wie gesagt, ein bisschen außer Form geraten sind. Aber so ist das massive und richtig schön, das Ding. So, dann habt ihr das jetzt auch gesehen, ne? Ich hoffe, das reicht. Wie gesagt, von drinnen ist natürlich echt blöd. Na, gucken, was er ist. Ach ja, und den Karton zeige ich euch auch eben nochmal, ne? Damit wir dann wirklich alles durch haben. Also, ab zum Karton hier. Ger, wie soll ich den denn hier drauf kriegen? So, ich zeige euch mal den Karton jetzt hier, ne? Damit ihr auch hier was zu sehen habt. Der ist ja ganz fein, ne? Das ist ein super Gerät. Also, ne, Vorderseite, das ist massive. Dann habt ihr hier nochmal ein bisschen Info. Wie gesagt, vorne, zeige ich euch nochmal kurz hier. Hier war halt natürlich der Pilot drin. Das ist halt schön im Sichtfenster, alles andere schön verpackt. Also der Zusammenbau war bestimmt auch nicht einfach, aber ich habe den ja jemand abgekauft. Und dementsprechend hier Rückseite. Da haben wir halt verschiedene Infos. Falls ihr das nicht lesen könnt, falls es zu klein ist. Ich glaube, man hört mich gar nicht durch den Karton hier auch. Ne? Also, wir haben hier Spezialeinheiten des ersten Kommandos. Ne? Den Elite-Piloten des ersten Kommandos stehen spezialisierte Raumjäger wie der zweisitzige TIE Fighter zur Verfügung, der mit verbesserten Waffen- und Sensorsystemen ausgestattet ist. Super, ne? Und dann haben wir hier noch erstes Kommando Elite TIE Fighter Pilot. Die erfahrenen Piloten des ersten Kommandos fliegen in hochentwickelten Raumjägern ins Gefecht, bringen feindliche Schiffe zur Strecke und schützen die Umgebung von Anlagen und Kriegsschiffen. Wisst ihr Bescheid, ne? Dann haben wir hier noch schön die ganzen Bildchen dazu. Also super, eigentlich reichen die Bilder halt, ne? Inklusive Pilotenfigur, das ist doch fein. Dann haben wir hier noch an der Seite. Ja, hier noch eine leicht eingedutschte Seitenlasche. Was haben wir denn noch hier? So, ich kann euch nochmal so zeigen. Ich muss erstmal selber gucken. Achso, hier ist nur die Unterseite. Dann haben wir hier nochmal schön, ne, Star Wars. Boah, das ist aber auch ein Teil. Ne? Vor allen Dingen, und ja, die 01 halt. Ne? Die erste der Black Series in der Art. So, das ist echt super. Voll gut. So. Ja, das ist ein Moped, ne? Sag ich mal. Also, das war der Karton. Und den packe ich jetzt wieder zur Seite und dann sage ich euch gleich Tschüss. Ich versuche das mal hier verschwinden zu lassen. Ich werf ihn einfach mal an die Decke. So, ja. Das war ein dickes Ding. Ne? Also, das ist schon super. Ich meine, ich finde ja meine Imperial Shuttle schon geil. Aber das Ding ist super. Und ich freue mich schon auf diesen Snowspeeder, der Black Series, der jetzt rauskommt, anlässlich von 40 Jahre Imperium schlägt zurück. Ich weiß gar nicht, wo ich hergucken soll. Ich bedanke mich fürs Zugucken, fürs Interesse. Bleibt gesund. Ne? Wie immer, take care. Und mal gucken, wie lange das noch dauert. Aber habt da wenigstens ein bisschen Unterhaltung hier. Ne? Und ich habe auch was zu tun. In diesem Sinne, Peace and Justice gesagt. Bis die Tage, in 3-4 Tagen kommt bestimmt wieder was. Also reingehauen. Ciao, Feierabend. Ich guck mal jetzt, wie ich das Ding hier wegkriege. Das ist ja... Hei, Alter.